Servus zusammen, frohes Neues. Es ist der erste Film in diesem Jahr am 4. Januar. Wir haben 17:36 Uhr, Börse ist zu und ich muss leider mit dem Ding hier anfangen. Ich habe versucht, alle möglichen Riegel vorzuschieben, bei Facebook, bei YouTube, wie auch immer. Und heute hat der Simon Betschinger von TraderFox das auch reingeschickt und da gab es diverse Diskussionen immer wieder. Wir werden da gefaked, unsere Konten werden gefaked. Ich möchte es nur noch mal ganz klar sagen. Von mir bekommt ihr nie irgendeine Aufforderung, irgendwas mit Kryptos zu machen. Ich will das nur noch mal sagen, weil es ist einfach nervig. Ich bin da auch jedes Mal dabei, muss das Zeug löschen. Dann noch eins. Wenn ihr von mir einen Film seht oder der angedeutet wird auf Facebook oder YouTube oder LinkedIn oder Finanzen.net, Investing.com, wo auch immer, seht ihr das oftmals nur so. Wenn überhaupt, dass ihr überhaupt einen Text hier unten seht. Ich habe, einige werden es wissen, oder viele werden es wissen, hier, wenn man dann auf den Christian Schlegel geht, kommen hier alle möglichen Filme, die ich gemacht habe in den letzten Tagen. Ich war echt fleißig, ja, von DAX, Dow Jones, Nasdaq, MDAX und wie sie alle heißen, Eurostoxx, Nikkei und es geht noch hier weiter. Ja, weil ihr seht es dann vielleicht nicht und deswegen da nochmal drauf hingewiesen. Und jetzt gehe ich in die Analyse. Also ich. Die Überschrift für meinen Jahresausblick war ja, ich habe keine Angst. Jetzt ist gerade mal 3 Tage gehandelt. Aber egal wie, ich finde die Performance von den 500 Punkten, auch die Art und Weise, die innere Stärke, die der DAX hier hat, erstaunlich. Ich bin echt angenehm überrascht, muss ich sagen. Die Werte, die ich so im Auge habe, Deutsche Bank, VW, Adidas, die sind schon mal ganz gut gelaufen. Die Bayer hängen noch ein bisschen her. Lufthansa entwickelt sich auch schön. Also ich fühle mich da insgesamt auf dem richtigen Weg. Aber wie gesagt, es sind erst 3 Tage. Da muss man ein bisschen warten. Das war eine Halbjahresaussage. Wenn wir jetzt den Chart hier sehen, das ist jetzt also eine Kerze, ein Tag. Heute die Bewegung mit fast 2%. Die ist schon, das ist heftig. Ja, und da ging richtig was um. Also es ist nicht nur Kleinzeug, da ging richtig was um. Hat zum einen dieses Gap hier. Das war vom 14.12. bei 14.460 haben wir geschlossen, überboten. Diese Seite des Charts ist sauber. Jetzt haben wir halt hier noch so kleine Gaps. Die sind noch offen. Eins ist von gestern, da war der Schlusskurs bei 14.181. Ich wurde neulich gefragt, ab wann gilt ein Gap als geschlossen? Also ich mache es jetzt mal an dem Ding hier fest. Viele sagen, es würde als geschlossen gelten, wenn die gesamte Kerze touchiert wird. Ich persönlich bin der Meinung, das passiert erst, wenn wir den Schlusskurs gesehen haben. Also das Gap ist bei mir erst hier zu. Der Schlusskurs war 14.181. Genauso wie hier. Da war der Tiefskurs 14.300. Jetzt muss ich mal schauen. 14.000. So. 14.376 war der tiefste Kurs. Aber für mich galt das Gap erst geschlossen beim Schlusskurs 14.460. Das ist eine Geschmackssache. Also ich finde mich mit meinem Weg sicherer. Ja, ich finde den auch einleuchtender. Aber das ist echt Ansichtssache, wie ihr das haben wollt. Gut, jetzt haben wir hier oben das obere Band. Und das ist bei 14.545. Und wir haben halt diesen Deckel, den wir ein paar Mal gesehen haben und einmal durch diesen False Breakout überboten. Dieser Deckel ist bei 14.590. Das sind jetzt gerade mal noch 90 Punkte. Das ist nicht viel, das ist ein Widerstand. Wir sind von der Technik her, jetzt mache ich ein bisschen, ups, jetzt mache ich ein bisschen so, dass wir es besser sehen. Die traditionelle Sichtweise gibt jetzt gerade erst ein Kaufsignal. Die eine Linie geht durch die andere. Wir sind über den Oszillator zwar überkauft, aber guckt euch das hier an. Da waren wir hier überkauft, dann haben wir die ganze Bewegung noch gemacht. Ich nehme es zur Kenntnis, aber ein Verkaufssignal habe ich da nicht. Das heißt, ich gebe dem sogar, je nachdem, heute Abend kommen die Minutes, ich glaube so um 20 Uhr, je nachdem, was da rauskommt, der hat locker die Chance, hier dran und drüber zu gehen. Die hat er. Wenn er das nicht schafft, wird sich das hier weiter aufbauen. Deswegen ist es so wichtig, jetzt auch mal auf die 4 Stunden zu schauen. Und da sieht die Geschichte super interessant aus. Die Bänder gehen komplett auf, nach oben und nach unten. Wir schließen im 4-Stunden-Chart oberhalb des oberen Bandes. Haben wir hier schon getan, haben wir da schon getan, wir sind drüber. Für das 4-Stunden-Band gilt genau das Gleiche, siehe hier, ein der Bewegung, in diesem Fall abwärts entgegengesetztes Band muss brechen. Und dann ging er auch nochmal 120 Punkte runter. Das heißt,
Um überhaupt Short zu gehen, muss ich warten, bis das Ding hier steigt. Das kann in 30 Punkten sein, in 50, in 300. Das kann alles machen. Da muss ich warten. Was halt auch sehr gut war, war das Eulwachs-Sentiment. Das war phasenweise bei minus 70. Da haben die Leute ordentlich reingefixt. Also diese Bewegung in dieser Heftigkeit, mit dieser Akzeleration, habe ich jetzt so auch nicht erwartet, aber da darf man sich auf gar keinen Fall dagegen stellen. Und wer das jetzt schon mal gelernt hat, dass man sich da nicht dagegen gestellt hat oder wird oder tut, der hat schon gewonnen. Also von 4 Stunden her sind wir technisch auch hoch, auch hier, aber kein Verkaufssignal. Ich brauche diese Kombination aus diesem drehenden Band mit einer fallenden Stochastik. Vorher mache ich da gar nichts. Gucken wir nochmal auf die Stunde. Das sieht eigentlich nicht viel anders aus. Hier wird es ein bisschen weicher, aber wirklich nur ein bisschen. Ja? Sehr hoch, auch sehr hoch. Das heißt, die nächste Bewegung, also diese hier, die muss er schnell machen. Wenn er jetzt für sowas hier, sagen wir mal, 8 Zeitstunden braucht, in der Zeit von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, dann verbraucht er sich zu sehr. Da muss er ein bisschen aufpassen. Erster Support ist 14.300. Ja, das sieht man hier ganz schön. Und der nächste ist dann erst hier im Bereich 14.068. Die Werte, die ich da empfohlen hatte, so Adidas, Deutsche Bank, auch eine Commerzbank, die liegen klasse. Da kommen richtig Orders rein. Volkswagen auch. Aber viele von den Werten sind jetzt schon, zum Beispiel Volkswagen, an der 20-Tage-Linie. Das sind natürliche Hürden oder Schwierigkeiten oder Widerstände. Das muss man ein bisschen aufpassen. Was ich damit sagen will, ist, wer jetzt nicht drin ist in dem Markt, glaube ich, braucht dem nicht hinterherzulaufen. Der kommt nochmal runter. Aber den Schwung, sich jetzt da nochmal reinzukaufen, den Mut hätte ich nicht. Ich habe heute auch im Laufe des Tages dann ziemlich viel glatt gemacht. Ich habe jetzt also auch, ich habe glaube ich gar keine VW mehr. Deutsche habe ich immer. Ich habe noch Bayer, da warte ich aber drauf. Handelt momentan ein bisschen grottig, aber da kommt noch was. Ich habe folgende Scheine genommen. Ich habe mich zu diesen Calls entschieden. Das eine sind 13.038er, sind wir weit weg, aber ich wurde ja immer wieder gebeten, dass ich auch mal, komm her, ich mache den mal auf den Tag. So. Wo ist er denn? Da. Ich habe mich für den entschieden hier, 13.038. Da sind wir hier deutlicher unter der 20-Tage-Linie. Also und 200-Tage-Linie, 20-Tage-Linie, 200-Tage-Linie und also eine gemütliche Option im Hebel von 10, das ist die GZ28LS. Ich kaufe die heute und hier und jetzt nicht. Ich will wissen, wie der sich hier oben an dem 61er Retracement, wie er sich da verhält. Der zweite ist ein bisschen heißer, die KG9 und die Ute, 13.522. Aber der ist für mich deswegen interessant, weil der liegt, hier ist die 200-Tage-Linie, hier ist der Chart-Support und hier ist das 38er Retracement von der großen Bewegung, also praktisch von der Jahresbewegung des letzten Jahres. Und da liegt er drunter. Den finde ich ziemlich spannend, wenn wir hier mal irgendwie wieder runtergehen im Bereich 14.000. Bei dem Put habe ich einen 15.098er. Da sind wir hier, ja, da. Das sind 22er Hebel, die KF7MN0. Den nehme ich aber erst dann rein, wenn der wirklich hier oben dran scheitert. Zu wissen, ob er scheitert, da will ich das wenigstens Verkaufssignale haben im Stundenchart. Vorher nicht. Nichts mit 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde. Stundenchart muss brechen. Brechen im Sinne von Stochastik brechen. Dann habe ich noch einen, der ist ein bisschen weiter weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da dran gehen, in dieser Bewegung, halte ich für nicht gegeben oder sehr gering. 14er Hebel, das ist die GX7HKA. 15.500, da sind wir hier. Das sehe ich mal nicht. Aber ich habe die auf der Watchlist. Weil für den Fall, dass der wirklich eine schnelle Bewegung macht, ist der relativ flott hier oben. Also, das wird ein spannendes Jahr. Das wird, also für Trading, also aus Trading-Gesichtspunkten ist das sowieso, wird es bestimmt ein gutes Jahr. Für Investoren wird es aber auch jetzt langsam interessanter. Es gibt also ein paar Werte, die sind echt am Ende. Heute ist die Microsoft mit minus 4%. Ne? Apple ist auch deutlicher wieder runter.
Obwohl gerade eben sind sie gestiegen, habe ich jetzt nach einer Stunde nicht drauf geschaut. Aber die sind auch schon wieder als günstig einzustufen. Ich bleibe bei meinen Favoriten: Deutsche, VW, Adidas, Lufthansa und auch die Bayer. Wobei letztere echt noch ein bisschen rumkrebsen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.